Hallo meine Lieben, da ist eure Yonanda. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem gar herrlichen keltischen Kreuz, was ich jetzt mit euch legen möchte. Und du hast die Möglichkeit, dich in dein Thema reinzufühlen, das, was dich bewegt und die Deutung auf dich umzulegen. Du wirst spüren, ob du in einer Resonanz bist, denn es ist ja eine kollektive Legung und das kann sein, dass die dich voll anspricht, total erwischt, etwas mit dir macht, dich bewegt, dann bedeutet das, du bist eine Resonanz oder du stellst fest, es berührt dich keinesfalls, du schweifst ab, es fällt dir schwer zuzuhören, dann ist ganz einfach keine Resonanz vorhanden. Schön, dass ihr alle wieder da seid und von ganzem Herzen willkommen, alle, die neu dabei sind. Fühlt euch wohl in unserer tollen Community und ich möchte mich auch heute wieder ganz, ganz sehr bei euch bedanken. Gestern gab es den reinsten Postsegen. Ich habe so viele liebe Briefe, Post, Geschenke von euch bekommen. Ein kleiner Kristall ist gut bei mir angekommen. Eine Baumperle. Total coole Socken. Gefertigt auf dem Chaiselong. Und was waren es? Spülläppchen. Also das war ja so süß. Also ich habe mich so gefreut. Klamotten. Was ist noch alles gekommen? Eine liebe Gabe für meine Kaffeekasse und, und. Ihr seid einfach nur toll und möchte mich natürlich auch bedanken, ja, für alle lieben Wertschätzungen, für jedes Käffchen oder ja, jede liebe Gabe der Wertschätzung, die ihr auf mein Wertschätzungskonto sendet. Ja, mögen wir in der Fülle schwingen, ne? Weil wenn die Fülle fließt, dann, ja, dann, das ist ganz einfach ein Flow, der in beide Richtungen fließt. Und hier kommt das, was ich euch zurückgeben kann. Wie schön, dass es euch gibt. Und auch durch eure persönlichen Worte lasst ihr mich spüren, dass es nicht nur virtuell ist, sondern dass Menschlichkeit, Menschen, ja, hinter den Abonnenten stehen und den Zuschauern. Ich finde das einfach nur toll. So, und deswegen werden wir jetzt total energiegeladen in die nächste Runde starten mit dem Universal Celtic Tarot von Floriana Nativo und Christina Saliotti. So, und ich muss leider noch mal kurz aufstehen, denn der Polly hat eben gerade die Tür aufgemacht, die ich zugemacht habe. Hallo, rein oder raus? Es ist eine schwere Entscheidung. Denn die Smilla, die muss ja hier alles melden, was sich hier im Feld bewegt. Ne? Was? Und jetzt kommt gerade die Post. Hoffentlich klingelt es nicht. Naja, ihr seid ja mittendrin in meinem Leben. Wenn es jetzt klingelt, muss ich nochmal kurz aufstehen. Aber ihr wisst ja, ich schneide keine Videos. Es ist halt so, wie es ist. Ne? Und wenn die Post kommt, dann wird die mitgedeutet. Ne? Möglicherweise ist es Post von euch. Also da muss ich ja an die Tür gehen, gell? So, ihr Süßen, worum geht's denn hier? Oh, da haben wir es auch schon. Wir haben die Sechs der Schwerter. In diesem Deck genial dargestellt. Die Sechs der Schwerter ist ja eine Energie, die uns lehrt, loszulassen oder uns auf die Reise zu begeben. Von ihr wird gesagt, es sei der Aufbruch schweren... Nee, Quatsch, das ist... Nee, der Aufbruch schweren Herzens, sorry, jetzt bin ich vor lauter Hundegebell abgelenkt, sondern das ist die Karte auf zu neuen Ufern. Das ist eine Reise, wo man noch nicht weiß, wo die hingeht. Jetzt ist ja hier Bild vor Text, würde ich sagen. Und wenn wir uns dieses Bild genau anschauen, dann wird hier losgelassen. Wir haben hier ja so eine Art Seebestattung, würde ich mal sagen. Nee, es ist eine Seebestattung. Wir sehen hier jemanden, der die irdische Hülle verlassen hat, in einem Boot, reich beschmückt, und sie lässt hier los. Ne? Und es erinnert uns ganz einfach daran, dass wir im Leben immer wieder loslassen dürfen, dass wir immer wieder ja, durch Stirb- und Werdeprozesse gehen. Und wir sehen aber auf dieser Karte auch ein Glitzern, ein Leuchten, und ich finde, sie strahlt großen Frieden aus. Und deswegen empfinde ich diese Energie auch so, dass es darum geht, in einer Situation, in der du dich befindest, deinen Frieden zu machen und loszulassen. Man weiß nicht, wo die Reise hingeht. Wo kehrt die Reise an? Symbolisch,
ja, dieser Mensch, der darin liegt. So, das kann ein eigener Anteil von dir sein, dass du hier gerade in einem Prozess bist, wo es gilt, deinen Frieden mit dir selbst zu machen, dich selbst loszulassen und ja, fließen zu lassen, auch wenn du nicht weißt, wo die Reise hingeht. Es kann auch sein, dass dieser Mensch für eine Situation steht in deinem Leben, die durch einen Prozess gegangen ist, eine Situation, die sich beendet, die du jetzt einfach sein lassen darfst und in die Wasser des Lebens zurückgeben darfst. Ja, und es kann natürlich auch bezeichnen, dass du einen Menschen loslässt. Wobei ich dazu sagen will, dass das hier keine Botschaft ist, oder da distanziere ich mich davon, also dass ich jetzt hier deute, dass ein Mensch in deinem Umfeld versterben wird. Also ne, legt es wirklich um, wir sind permanent in einem Stirb und Werde. Ne, also es ist ganz einfach so, dass Dinge vergehen müssen, um ganz einfach neu zu werden und sich neu zu entfalten. Und jedem Anfang, der uns, oder jedem Neuanfang liegt ein Abschied inne. Ne? Ein Neuanfang kann nur geschehen, wenn vorher etwas beendet wurde. Das kann sich wirklich auf ganz kleine Situationen auch im Alltag umlegen. Du darfst dich jetzt hinterfragen, auf deinen Prozess geschaut oder das Thema, was dich bewegt, wo findet denn gerade ein solches Loslassen statt, ein Stirb und Werde? Wo hat sich eine Situation beendet? Und das Lichtvollste und Liebevollste, was du dieser Situation jetzt geben kannst oder dir selbst geben kannst, ist loszulassen im Sinne von es sein zu lassen. Loslassen bedeutet in meinen Augen nicht, einen Haken drunter zu machen oder boah, das hake ich ab. Oder das steht auch für mich hier nicht als Trennung. Ne? Also dass jetzt dieser Anteil, der da in die Meere geht, getrennt ist von ihr, sondern als Alleins sein. Na, also loslassen bedeutet für mich, freizulassen, damit etwas sein kann, wie es sein möchte. Na, also sich nicht verkrampft dran festbeißen. Einfach, damit es weitergehen kann. Und das ist für mich die Botschaft dieser Karte. Das ist auf zu neuen Ufern und Neues wird hier entstehen. Na, und vielleicht liegt auch der Auftrag dieser Situation oder dieser Seele oder diesem Anteil von dir selbst an einem neuen Ufer. Das ist auch so ein bisschen wie Fühler ausstrecken. Ne, wenn jetzt sind wir wieder bei der Schnecke, eine Schnecke sich ganz lang macht, um an das Salatblatt zu kommen. Ne? Es ist ja so, das Häuschen bleibt dann so da hinten und die Schnecke, die vorne rausguckt, wird lang und länger, ne? Und streckt ihre Fühlerchen aus und macht sich ganz, ganz lang und erst langsam zieht quasi der Rest der Schnecke nach. Erst dann vielleicht auch, wenn die Schnecke das neue Ufer in Anführungsstrichen spürt. Ne? Also das ist auch so ein ganz langsamer, vorsichtiger Prozess, der sich hier zeigt. Und dann schauen wir mal, welche Rune sich da drauf gelegt hat. Mit den Mondrunen. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Klar und rein sollt ihr sein. Welche Runenkraft liegt denn auf der 6 der Schwerter? Die Urus, also eine ganz starke Kraft und auch eine Verwurzelung, die zeigt für mich, weil das eine sehr erdige Rune ist, eine ursprüngliche Rune, eine Rune der Kraft, zeigt die hier für mich schon das neue Ufer an. Ne? Also hier werden neue Wurzeln geschlagen. Ne? Aber dazu muss es erst fließen dürfen. Und ein alter Schmerz, ne? Also etwas geht hier in die Heilung, weil wir sehen hier die 5 der Schwerter. Die 5 der Schwerter, die dieses Boot umgeben, ne, und das 6. Schwert hat in diesem Fall die Person, die in dem Boot liegt, ne, so auf der Brust liegen. Ne. Das ist ja so, also es gab ja durchaus Zeiten der Kelten, ja, wo sie ihre Verstorbenen so bestattet haben. So, und die 5 der Schwerter geht ja der 6 der Schwerter voraus und die zeigt ja eben eine Kampfenergie an. Ein großer Schmerz ist hier entstanden. Also es geht hier darum, dass eine Situation, die dir vielleicht großen Schmerz bereitet hat, in ihren Frieden findet. Das ist die Botschaft der Karte. Ne? Und leg es um auf dein Thema und auf den Wassern des Lebens geht es hin zu einem neuen Ufer.
Also eine neue Kraft steht hier zur Verfügung. Das ist das, was kommt. Aber bevor es geschehen kann, darf man hier loslassen. Im Sinne von freilassen, im Sinne von sein lassen. Freiheit schenken. Ja? Wir schauen mal, welche Kraft diese Situation kreuzt. Licht wie Schatten. Ne? Es kann jetzt die Situation unterstützen oder eben halt auch blockieren. Wir haben aber hier eine Unterstützung, weil wir haben den Pagen der Stäbe. Und das ist so in meinen Augen der richtige Moment, wo es geschieht. Ne? Es gibt einen Moment, wo eine Energie zur Verfügung steht, die man hier greifen kann. Was auch immer du gerade sein lassen darfst, auf Reisen schicken darfst. Es wird zum einen ein Zeichen kommen, ne, weil die Pagen stehen ja immer für Impulse von außen. Ne. Du wirst ein Zeichen bekommen, wann der richtige Moment ist und dieses Zeichen wird deutlich sein. Das kommt mir hier ganz klar durch mit dem Pagen der Stäbe. Ne, also du wirst den richtigen Moment spüren und dann geht es ganz leicht. Ne, also alles, bevor es leicht wird, war es auf irgendeiner Ebene schwer. Und Leichtigkeit kehrt ein. Folge den Zeichen, achte auf die Zeichen und ein deutliches Zeichen wird dich erreichen und dann geht es ganz leicht und dann wirst du sein lassen können. Mit der Rune Berkana, dann kannst du einen Neuanfang zulassen. Die Rune Berkana, die steht für Frühlingsgefühle, die steht für neues Leben, für Neuanfang. Die Berkana steht auch für eine neue Liebe. Ne? Und es geht aber hier darum, umgelegt in Liebe loszulassen. In Liebe loslassen, damit es weitergehen kann. Also hier wird definitiv eine Situation in die Gänge gebracht. Es fühlt sich nicht nach Abschied an, sondern unterstützt durch die Berkana nach einem neuen Leben. Und das kann wirklich in deinem Thema ein Stirb und Werde sein, was deiner Situation, in der du dich bewegst, innewohnt. Da wird ein alter Abschnitt abgelöst. Etwas, was nicht mehr lebendig ist, ja, kehrt zurück in seine Freiheit. Und der richtige Moment, wo es geschieht, den wirst du wissen. Und in dem Moment macht dein Herz sich weit. Na, weil unser Herz, das möchte ganz einfach weit sein. Wenn ein Herz eingeengt ist, man spürt diese Enge in der Brust, dann ist das immer ein Zeichen von ja, auf irgendeiner Ebene Gefangenschaft, ne? von einer Unfreiheit, ne? Auch wenn es ein komisches Wort ist. Wo bist du unfrei? Unfrei bedeutet gebunden. Wo ist dein Herz gebunden? Und das ist etwas, was dir verdammt wehtut oder ne, weil da auch ein Schmerz vorausgeht, was dir schwerfällt loszulassen. Aber wenn das Zeichen kommt, das deutliche Zeichen, läutet es den Neuanfang ein. Und auch eine neue Kraft der Liebe, eine neue Verliebtheit vielleicht auch. Die kann aber auch in dieser Situation geschehen. Es kann bei einigen sein, dass ein schlimmer Streit, der für Verletzung gesorgt hat, losgelassen wird und die Liebe kehrt zurück mit der Berkana. Ne? Die Berkana ist im weitesten Sinne auch der Berg. Ne? Berg. Ja? Und diese beiden Berge sitzen nebeneinander und unter der Erde sind die verbunden. Das ist das, was wir oben sehen, sind nur die Spitzen. Aber der eigentliche Körper, der liegt in der Tiefe. Ne? Also es zeigt eben auch, dass die Oberflächlichkeit nur scheinbar ist, also eine scheinbare Trennung. Weil verbunden oder die Wurzeln in der Tiefe, die verschlingen sich miteinander. Die Verbundenheit ist oft hier und jetzt oder an der Oberfläche gar nicht sichtbar. Und hier wird etwas nicht wirklich getrennt, sondern einfach nur fließen lassen. Es ist eine sehr schöne Energie. Wir wissen noch nicht, worum es geht, denn ihr wisst ja, wenn wir gemeinsam Karten legen, haben wir erst am Ende ein Gesamtbild. Ne? So, das ist es, das kreuzt es. Welche Einflüsse wirken denn aus den ätherischen Reichen? Das krönt es. Ne? Da reinigen wir nochmal. Tarot als solches verkörpert alle Energien, die uns so zur Verfügung stehen, Licht wie Schatten. Und die geistige Welt selbst besteht eben auch aus Licht und Schatten. Es gibt die lichten, leichten Energien und es gibt die Energien, die herausfordernd sind und halt die Abwesenheit des Lichts bezeichnen.
Und da schauen wir mal, welche Kraft wirkt denn hier. Und all diese Kräfte spiegeln sich in einem Tarotdeck wieder, was mich ja schon seit nunmehr über 30 Jahren so fasziniert. Ja, und das heißt auch, diese Situation wird geführt mit der Hohepriesterin jenseits der Extreme. Also das heißt auch, du wirst hier unterstützt, in ein Geschehen lassen zu kommen, jenseits der Extreme, denn die Kräfte, die vereinen sich. Es geht im Universum um Harmonie. Und das, was du erfährst in deinem Leben, was dir widerfährt, strebt ebenfalls nach Harmonie. Das ganze Universum, der Kosmos strebt nach Harmonie und es spiegelt sich auf das, was du erfährst. Und das, was du in deinen Themen und in dir heilst, heilst du gleichzeitig im ganzen Universum. Und es geht hier um das Vermischen der Extreme. Von jedem ein bisschen. Ich habe hier zufällig einen Stein liegen. Und das ist ein Turmalinquarz. Den habe ich geschenkt bekommen von einer ganz lieben Frauengruppe. Und wir haben hier das Schwarze und das Weiße. So. Und das ist ein Stein, der Turmalinquarz, der Balance und Gleichgewicht bringt, weil er vereint beides. Und wenn man jetzt hier genau hinschaut, seht ihr hier das Graue. Ja? Und da, wo der Stein grau ist, man sieht es jetzt natürlich hier im Video nicht so gut wie jetzt hier direkt, weil sich das Licht etwas anders ist. Aber da, wo das Graue ist, hat der Stein vereint. Also er bezeichnet alle Kräfte. Er bezeichnet das Schwarze, das Weiße und er zeigt das, was beide gemeinsam ergeben. Als Einzelnes betrachtet ist es weder gut noch schlecht. Das ist immer das, wie wir es bewerten. Das Schwarze ist ganz einfach das Schwarze, was uns hilft, den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß festzustellen. Und das Weiße ist das Weiße, was uns hilft, um uns den Unterschied zwischen Schwarz und Weiß festzustellen. Gemeinsam zusammen, die Kraft, die sie gemeinsam ergeben, das ist das Graue und das ist das, was die Hohepriesterin bezeichnet. Die bewegt sich zwischen den Extremen. Auch sie ist Schwarz und Weiß. Genau wie der Turmalinquarz. Und sie zeigt hier die Harmonie an und unterstützt das Ganze halt auch intuitiv. Du fühlst es. Die Hohepriesterin ist eine Kraft im Tarot, die man fühlen kann. Und sie passt ganz wunderbar in die ätherischen Welten, weil sie dieser Welt entspringt. Es ist eine ätherische Energie, die die Harmonie in deine Situation oder das Finden der Harmonie unterstützt. Und zwar mit der Rune. Und da habe ich hier eine Binderune, die wurde mir geschenkt für einen Runenbeutel. Und das ist eine Raido und eine Ansus. Und da geht es um Energie. Das heißt, die Kraft der Hohepriesterin ist stark. Also es kommt hier sehr viel ätherische Energie in deine Situation. Also mit voller Kraft unterstützt das Universum dich, hier in dein Gleichgewicht, in dein wundervolles Grau zu finden. Und diese Kräfte, das ist unser Auftrag, die vereinen wir in uns, schwarz und weiß. Es spielt keine Rolle, zum Beispiel, ob wir weiße Kleidung tragen oder schwarze. Es kommt das drauf an, was wir draus machen, dass wir die Kräfte, die Pole in Gleichklang bringen. Es bezeichnet auch das Gesetz der Polarität. Wir haben einen Pluspol und einen Minuspol. Die sind so unterschiedlich wie schwarz und weiß, soll ich genau in diesem Moment sagen. Und jetzt kommt's. Beide Pole brauchen einander, um Harmonie herzustellen. Der eine Pol ist ohne den anderen nichts wert. Der Pluspol ohne den Minuspol ist der überhaupt ein Pol, ja? Das heißt, dem fehlt der Gegenpol. Also die beiden können nur miteinander existieren. Das Plus braucht das Minus und das Minus braucht das Plus. Was geschieht? Die beiden verbinden sich. Und in dem Moment sind sie in Harmonie und sind gleich, sind identisch. Weder der Pluspol noch der Minuspol ist mehr oder weniger wert als der jeweils eine vom anderen unterschieden. Ja? Also kam jetzt gerade so durch mich durch. Aber das ist das, was wir erkennen dürfen. Und wenn du damit arbeiten möchtest, ja,
weil sie es, also es ist echt ein Ding, zufällig liegt der heute hier. Der Turmalinquarz ist ein wundervoller Unterstützer, dich in diesem Prozess zu unterstützen. Ebenso die Hohepriesterin. Es geht hier um die Vereinigung der Kräfte. Und diese Energie steht hier mit voller Kraft zur Verfügung. Die Raidu, der Herzschlag, die Ansus, Gott sitzt am Ruder. Na, also es ist ja auch die Botschaft im wahrsten Sinne des Wortes, hör auf dein Herz. Dein Herz kann dir hier in die Harmonie helfen. Kommt mir so durch. Es geht um die Harmonie des Herzens. Also es geht hier um Harmonie in deinem Leben. Ne? Und wir schauen mal, welche Basis, ne? Das ist es, das Kreuz ist, das krönt es, das trägt es. Welche Basis liegt denn hier unserem Thema zugrunde? Und die Basis ist ganz wichtig, weil wir werden jetzt feststellen, ob die Basis stark und gesund ist oder ob die Basis geheilt werden muss. Ne? Oder sollte. Ne? Es muss natürlich gar nichts, sondern es geschieht das, was geschehen möchte. Und wir haben als Basis die 10 der Stäbe. Ne? Und die Basis ist hier sehr herausfordernd, weil wir sehen hier eine Person, die tanzt auf den Stäben. Und sie weiß aber nicht, also es geht auch hier um Gleichgewicht. Sie steht mit einem Fuß auf einem Stab und sie steht hier auf einer Naudis-Energie. Na, also wir sehen hier Runen, vielmehr das sind Runen, da bin ich jetzt raus. Das sind Runenzeichen, die einem System entspringen, was mir gerade nicht geläufig ist. Ja, also da sind viele Linien und Striche drin. Sollte jemand aus der Community wissen, um welches System es sich hier handelt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Aber die Bildsprache ist entscheidend. Diese Basis ist nicht sicher, weil man ist hier aufgefordert, den richtigen Schritt zu tun. Die Stäbe entspringen einem Abgrund. Wir wissen nicht, wie tief es runtergeht. Wir wissen nicht, wie hoch die Stäbe sind. Das kann sein, dass man hier nicht tief fällt, sondern einen halben Meter oder einen Meter. Dann passiert nichts Schlimmes. Es kann aber auch sein, dass man 100 Meter tief fällt. Man weiß es nicht, man sieht es nicht. Es geht darum, hier den richtigen Schritt zu tun. Was ist das Richtige in der Situation? Du wirst hier geprüft. Das ist eine Herausforderung. Und du bist hier wirklich auf deine Intuition angewiesen, worin die Hohepriesterin dich unterstützt. Weil sie bringt dir die Harmonie und das innere Gleichgewicht. Und du kannst das Gleichgewicht im Außen nur finden und den richtigen Schritt tun, wenn du das Gleichgewicht in dir gefunden hast. Diese ganze gesamte Kartenlegung ist ein Aufruf, daran zu arbeiten, in deine innere Mitte zu finden. Und wenn du das geschafft hast, dann kommst du in deinen Frieden und kannst die Dinge geschehen lassen und kannst sein lassen. Du kannst loslassen. Und wenn du das geschafft hast, dann erst dann bist du bereit für einen Neuanfang oder für die Liebe, die sich hier völlig neu entfacht. Du bist hier aufgefordert, dein Gleichgewicht in die Heilung zu bringen. Intuitiv den richtigen Schritt zu tun und die Sicherheit in der Unsicherheit zu finden. Das soll ich dir sagen, weil hier ist gar nichts sicher. Du kannst hier die Sicherheit nur in dir finden. Und wenn du hier löst, bewegt sich in deinem Hier und Jetzt Großartiges. Mit der Rune. Hier wirst du unterstützt und gehalten. Du fällst nicht tief. Das ist eine Binderune, die wurde mir auch aus der Community geschickt. Für die, die es noch nicht wissen und neu sind, die Community füllt hier meinen Runenbeutel. Und mein Runenbeutel ist inzwischen viel mehr als ein Futhark. Also da sind so viele Zeichen und Symbole drin. Ich finde es großartig, wirklich. Und das ist eine Binderune. Wir haben die Algis, die Aibas und die Urus. Und ich deute diese Binderune immer als Unterstützung, als Halt, der hier gegeben wird. Dir passiert hier nichts. Es ist aber eine Prüfung. Es ist sowas unter dem Motto, gib hier dein Bestes, stell dir mal vor, es geht tief runter. Stell dir mal vor, es geht tief runter. Na, aber wenn du fällst, fällst du nicht tief, weil du wirst hier gehalten. Ne? Oder du bleibst mit deinem Wams an einem Stab hängen und kannst dich wieder hochziehen. Ne? Also du wirst hier unterstützt und gehalten. Ich habe sogar das Gefühl, das kommt mir gerade deutlich rein, das, was jetzt geschieht, ist eine Vorbereitung, so eine Art Trainingslager, da kommt noch was viel Größeres. Als ob du hier trainiert wirst,
ja, eine große Herausforderung, die da noch kommt, elegant zu meistern. Das ist ein Trainingslager. Du wirst gerade geschliffen. Das ist ja spannend. Schauen wir mal, was zuvor geschah. Das ist so meine Lieblingsenergie oder Ebene im Keltischen Kreuz, wird oft schnöder als Vergangenheit bezeichnet, aber die Vergangenheit als solches existiert für mich nicht, weil alles miteinander fließt und es muss etwas geschehen, um eine Rolle zu spielen. Es kann nur eine Rolle für uns spielen, wenn es geschieht. Aber nur weil es geschehen ist, heißt es nicht, es ist jetzt rum, sondern es beeinflusst ja unsere Themen hier und jetzt. Und also deshalb ist es nicht vergangen, sondern es geschah zuvor. Das ist sozusagen die Ursache und das von die Position, von der wir hier gerade reden, ist die Wirkung. Ne? Also was ist die Ursache der Wirkung? Was zuvor geschah? Eine Ursache muss geschehen, damit es eine Wirkung geben kann. Das ist ein kosmisches Gesetz. Wir sind also hier in den hermetischen Gesetzen drin. So, was zuvor geschah? Wieder geht es um Gleichgewicht. So, zwei treffen sich. Und es geht hier um die Hingabe. So, wo fällt es dir schwer oder einem Gegenüber? Weil jetzt haben wir hier deutlich noch eine Energie, sich hinzugeben. Also es kann hier natürlich ein Thema im Zwischenmenschlichen bezeichnen, wo du gerade geprüft wirst. Wie gehst du damit um? Ne? Was macht die Frau Semmelbrösel? Du bist die Frau Semmelbrösel. Ne? Also wer hier neu ist, der Zuschauer heißt immer Semmelbrösel, damit wir ganz einfach wissen, wann von uns die Rede ist. So, was macht die Frau Semmelbrösel? In der Vergangenheitsebene Urd. Ne? Also das wäre die Göttin, die Schicksalsgöttin Urd, die fängt immer auf, also die fängt den Faden, den wir hier und jetzt verlieren. Es geht nichts verloren. Ach, da könnte ich jetzt tief reingehen. Vergesst, ich schweife sonst ab, sonst wird das Video zu lang. Aber es ist die Vergangenheitsebene, die Urd-Ebene. Und auf dieser Ebene begegnen sich zwei. Die sind völlig unterschiedlich. Die Schöne und der Bär. Ich wollte schon sagen, die Schöne und das Biest, ne? Aber der Bär ist ja gar kein Biest. Aber ihr kennt dieses Märchen. Aber zwei, die hier völlig unterschiedlich sind, begegnen sich. Und es ist an diesen beiden in Gleichklang, in Harmonie zu kommen. Die beiden sind die einzigen, die hier auf der Karte abgebildet sind. Die haben nur sich. Und das bezeichnet jetzt deine Situation mit noch jemandem. Ihr lebt vielleicht in verschiedenen Welten. Ihr entspringt verschiedenen Quellen oder Energien. Aber ihr habt gemeinsamen Auftrag. Nämlich euer Auftrag ist Harmonie. So, es zeigt sich wieder der Turmalinquarz. Wenn der Bär das Schwarze ist und das Mädchen das Weiße, dann geht es darum, das Graue zu finden. Ne? So, was macht sie denn hier? Sie hält den Bären an einer Kette, weil sie das Bedürfnis hat, diesen Bären kontrollieren zu können. Wenn er zum Beispiel ihr gefährlich werden könnte, zieht sich die Kette um den Hals zu. Bedeutet das Hingabe? Das ist hier die Frage. In ihrer rechten Hand hält sie einen Apfel, einen roten Apfel, einen reifen Apfel. Die rechte Hand wird meistens als empfangende Hand dargestellt. Links gibt die Energie, rechts empfängt die Energie. Mit ihrer linken Hand, ich muss es gerade nochmal abklären, jawohl, weil ich hier immer spiegelverkehrt gucke, mit ihrer linken Hand empfängt sie Energie. Das heißt, die beiden sind durch Energie verbunden. Die Energie fließt über die Kette. Die Kette hat sie hier noch um ihr Handgelenk gewickelt, um die Lage im Griff zu haben. Über die Kette fließt Energie. Rechts empfängt sie Energie. Wo ist der Unterschied? Die beiden hier begegnen sich noch nicht frei. Positiv zu bewerten ist, dass die Kette durchhängt. Das heißt, der Bär tut nichts. Aber sie ist hier nicht im Vertrauen, weil wäre sie im Vertrauen, würde sie die Kette nicht brauchen. Also sie hält die Kette stramm gewickelt um ihr Handgelenk und um ihren Unterarm, falls der Bär etwas tut. Die rechte Hand ist frei. Auf der rechten Hand, die empfängt, da liegt die Fruchtbarkeit. Und sie überlegt hier, schaut mal, wie sie guckt. Sie überlegt doch, geht sie in die Fruchtbarkeit? Geht sie ins Vertrauen, genährt zu werden, ins freie Geben? Sie könnte dem Bär den Apfel geben.
sie muss hier unterscheiden zwischen, es geht hier um Kontrolle. Passt auf, da muss man tiefer reingehen. Es kratzt an der Tür. Moment, es wird alles mitgedeutet. Ja, jemand will hinaus. So, dann geh auch. Jemand will hinaus, jemand geht hinaus. Ich sage euch gleich, dieser jemand wird auch gleich wieder hinein wollen. So, es geht hier um Kontrolle. Sie versucht hier die Kräfte zu kontrollieren. Und das ist auch wichtig, weil es gibt eine ganz einfache Regel. Was du nicht mehr kontrollieren kannst, kontrolliert dich. Wenn sie hier einfach loslässt, ohne den Bären studiert zu haben, ihn zu kennen, sein Wesen erfasst zu haben, dann wäre das dumm. Das heißt, sie muss durch diesen Prozess gehen. Das ist dieses sich annähern und einander zähmen. Weil wenn sie blind vertraut und die Kontrolle komplett abgibt, weil sie sagt, oh, das ist alles so, ich bin spirituell, es ist alles so im Vertrauen und hin und her, er braucht ihr nur eine zu langen mit seiner Pranke und hat die Kontrolle über sie und es hat sie niedergestreckt. Eine Kraft, die du nicht kennst, da muss ganz einfach erst Vertrauen aufgebaut werden. Es muss ein Zähmen geschehen, bevor du das Vertrauen hast, die Kette zu lösen. Und vielleicht liegt darin, das, was sie empfängt, die Fruchtbarkeit. Also sie ist hier in einem Prozess, in dem sie erkennt, bevor sie die Kontrolle abgibt, muss sie sicher sein, dass hier ein Vertrauen da ist. Sie muss sicher sein, der Bär greift nicht an. Und bevor sie den Bären nicht genau kennt und studiert hat, ist sie sicher, wenn sie ihn kontrollieren kann, weil sonst kontrolliert er sie. So, das Ganze umgelegt auf das, was zuvor geschah. Du bist hier jemandem begegnet, der hat eine große Auswirkung auf dich. Dieser Mensch ist grundsätzlich verschieden. Der Bär kann auch für eine Situation stehen. Du bist hier vielleicht in einer Situation völlig neu. In Situationen sind immer andere Menschen eingebunden. Ich rede aber jetzt mal, als ob der Bär ein Mensch ist. Der fasziniert dich, du fühlst dich hingezogen und ihr seid verbunden. Ihr sollt auch verbunden sein, ihr beide habt gemeinsamen Auftrag. Eure Verbindung fließt im Moment über eine Kette. Denn falls der Bär, der dir noch nicht vertraut ist und du ihm nicht, entgleist, weil seine Kraft ausbricht, kannst du ihn über die Kette kontrollieren. Hier ist man schon einen Schritt weiter, die Kette ist lose, die beiden sind dabei, Vertrauen aufzubauen. Da liegt eine Fruchtbarkeit, das ist das, was man empfängt, es lohnt sich hier. Und wenn der Tag kommt, an dem du die Kette loslässt und ihm den Apfel gibst, dann brauchst du ihn nicht mehr kontrollieren, weil du weißt, er kontrolliert dich nicht mehr. Dann seid ihr im Gleichklang, nährt euch gegenseitig, seid ein Schwarzes und ein Weißes, ein Plus und ein Minus, vereint eure Kräfte und das kann so tief gehen, wenn hier gelöst, dass das eine ohne das andere nicht sein kann. Also es geht hier um das Herstellen einer Symbiose und das ist der hohe Auftrag. Und das ist ein Prozess, der hier losgetreten ist, ein Riesenbrett und das ist deine Lernaufgabe und die Basis hier ist ungewiss. Du wirst hier geschliffen und du bist hier bereits in einer Prüfung, du wirst hier aber auch gehalten, du fällst nicht tief. Ne? Aber ich habe das Gefühl, da kommt noch viel mehr, weil das ist eine Seele, kann auch ein Seelenpartner sein, eine alte Seele, die dich schon lange begleitet. Der Bär steht auch immer für das Alte, Ursprüngliche. Ne? Der hat für mich auch eine Urus-Energie, weil er was Wurzeliges bezeichnet. Kann auch bei einigen wirklich für ein Ahnenthema stehen, was deine Situation mit diesem Menschen beeinflusst. Kann natürlich auch ein Seelenpartner sein oder einfach ein Seelenverwandter. Das ist eine Herausforderung mit diesem Menschen und da bist du gerade mittendrin im Prozess und zur Meisterschaft aufgerufen. Und es geht um die Kontrolle, es geht um das Vertrauen, um Vertrauen aufbauen, um Urvertrauen vielleicht auch. Es geht aber auch um Hingabe und ihr seid noch nicht im Vertrauen miteinander. Das ist der Prozess. Man sieht es hier. So wie du guckst, fehlt dir noch das Vertrauen. Man kennt diesen Menschen noch nicht. Man kann ihn überhaupt noch nicht einschätzen. Dem Bären wird als Rune die Thurisas zugeordnet und die kann aus der Haut fahren. Ja? Sie kennt den Bären noch nicht. Und darum geht es.
Es geht um das einander kennenlernen. Und wahrscheinlich hat es hier mit der 5 der Schwerter, die hier symbolisiert ist, hat er dir ordentlich eine gepfeffert. Ja? Ne? Und es geht jetzt darum, wieder in diese Heilung zu gehen. Und auch das, was da geschehen ist, dieses Stirb und Werde, das bringt den Prozess vorwärts, loszulassen. Und ich wiederhole, entsprechendes Zeichen wird kommen. Und es wird ein deutliches Zeichen sein. Und hier schwingt eine Liebe mit. Auch ein Neuanfang. Ne? Also die beiden sind hier volle Möhre im Kennenlernen drin, muss man ja schon fast sagen. Und dürfen lernen, ihre Unterschiede in Harmonie zu bringen. Ne? Sensationell. Und das Ganze wird unterstützt durch die Hohepriesterin, die sagt, ey, Semmelbrösel, komm, du schaffst das. Die lichte Welt steht dir zur Verfügung. Schwarz-Weiß-Grau. Ne? Und da können wir ganz lange gerade reinfühlen und drüber nachdenken. Welche Rune liegt denn auf dieser Begegnung, wo zwei sich so unterschiedlich sind? Ja, die Gefühle, ne, das Lagos. Die Lagos, die Rune Lagos, das Wasser. Die Gefühle liegen auf dieser Begegnung. Der Moment, wo die Schöne, und ich sage es jetzt echt in Anführungsstrichen, sich in das Biest verliebt. Die beiden sind völlig unterschiedlich. Die können sich nicht einschätzen. Boah, was ein Auftrag. Das ist ein das ist ein Prozess, der ganz viel Geduld erfordert, ganz viel Liebe, ganz viel Empathie auch mit der Rune Lagos, ganz viel loslassen, fließen lassen, in dem Wissen, das Wasser fällt den Wasserfall herunter und macht sich keine Gedanken, dass es fällt. Vertrauen. Das Wasser stellt seinen Lauf nicht in Frage, soll ich sagen. Stell diese Verbindung und diesen Auftrag nicht in Frage. Diese beiden fühlen füreinander. Da ist ganz viel Gefühl, auch wenn sie so unterschiedlich sind, wie sie nur sein können. Ganz, ganz krass. Die Bärenkraft, die bringt uns weiter. Und ich soll dir sagen, verbinde dich mit der Bärin. Denn die Bärin, ich zeige die euch, es kratzt an der Tür, es wird alles mitgedeutet, ein Augen wieder rein. Es ist ein Kommen und ein Gehen in dieser Situation. Und die Bärin, von der möchte ich euch jetzt erzählen, weil mich begleitet eine Bärin. Und das ist eine Bärin aus Holz und die liebe ich wirklich sehr und das ist die Dot. Das ist ein Krafttier an meiner Seite und die Bärin spricht von dem Urvertrauen. Die Bärin, und ich rede jetzt nicht von dem Bären, weil der Bär ist er. Der Bär ist diese Kraft. Sei die Bärin. Die Bärin schenkt das Mütterliche, die nährt. Die schenkt die Geborgenheit, das Warme, das Kuschelige. Wenn du ihm hier begegnen möchtest, sei die Bärin. Denn ich soll dir jetzt sagen, du kannst alles sein. Denn du bist unbegrenzt. Ich erinnere dich an deine Unbegrenztheit. Du bist multidimensional. Ne? Geh in die Kraft der Bärin, in die Kraft der Höhle. Erlaube dir auch, dass du dich zurückziehst. Ja? Und ja, versuch's mal mit Gemütlichkeit, weil auch das verkörpert die Bärin. Na, hat das nicht der Balu gesungen? Versuch's mal mit Gemütlichkeit. Ist wirklich so. Ja, und lass dem Wasser seinen Lauf. Es fällt, wie es fallen will. Es macht sich keine Gedanken. Es fließt einfach. Es stürzt sich die Niagara-Fälle runter. Und unten fließt es weiter. Peng. Ja. So, starke Botschaft, wie ich finde. Wie geht denn die ganze Sache weiter? Und da sind wir beim Wasser. Da unten steht er. Hier oben fällt's. Guckt euch das an. Was zuvor geschah? Die ultimative Begegnung. Na, der Moment, als die Schöne und der Bär ihre Gefühle entdeckten. Und das Wasser stürzt sich den Wasserfall runter. Wie geht's weiter? Dazwischen geschieht das Innenleben der Kartenlegung, was wir jetzt schon lang und breit erklärt haben. Ja, und da unten, da wo das Wasser runterfällt,
Da steht er. Das ist nämlich der Prinz, der sich im Kleid des Bären verbirgt. Ne? Das ist ja wie in den Märchen, ne, dass der Bär ein verwunschener Prinz ist. Und da steht er und hält den Kelch hoch und fängt das Wasser auf und schöpft aus dem Vollen. Der Page der Kelche, das sind die Impulse der Liebe, die du fließen lassen kannst mit der Rune Lagos. Die steht für Wasser auf die Mühlen. Ne? Und er steht hier und hier springen die Fische. Ne? Die springen aus dem Wasser, die tauchen wieder ein. Da liegt Fruchtbarkeit. Und im Übrigen, der Bär liebt ja Lachs. Ne? Also er ist hier genährt. Du nährst ihn. Und es lohnt sich hier. Also es zeigt hier wirklich, du hast diesem Menschen ganz viel zu geben. Und auch wenn er dir eine gepfeffert hat mit der Pranke, weil er halt sich in einer anderen Energie bewegt, in einer ursprünglichen Urkraftenergie. Ne? Es geht jetzt darum, wieder fein zu werden. Die Situation bewegt sich in sich. Aber du nährst ihn, du bist hier ganz wichtig für diesen Menschen. Ne? Es könnte auch sein, dass er sagt, ich nehme den Fisch, also den Apfel kannst du für dich behalten, aber ich möchte ein Fischchen. Ja, ne? Also es geht hier auch darum, ihm das Richtige zu geben. Ne? Wobei Bären, soweit ich weiß, sowieso Allesfresser sind. Ne? Ich glaube, zu so einem Apfel sagen die auch nicht nein. Ne? Also das ist spannend. Welche Rune liegt denn auf dem, was kommt? Also er, das ist ja die nahe Zukunft, er empfängt hier deine Gefühle. Er empfängt, er ist auch bereit zu empfangen. Ne? Er sagt hier auch, ich habe den Fisch. Er hält ja auch einen in der Hand. Ne? Ich habe den Fisch! Ja, dadurch kommt so eine Leichtigkeit in das ganze Thema, in die Energie rein. Mit der Rune oder dem Symbol. Und jetzt habe ich ein Herzlein. Danke, dass du mich an meinen Wert erinnerst. Dass ich es dir wert bin. Danke, dass ich es dir wert bin, dass du dich hier mit mir weiterhin auseinandersetzt, auch wenn ich dir voll eine gelangt habe, energetisch. Das ist eine Kraft, die dich niederstrecken kann. Danke, dass ich es dir wert bin und dass du mich so annimmst, wie ich bin. Ey, krass. So, jetzt kommt die Position. Was macht das Ganze mit dir? Die nächste Karte symbolisiert dich. Die Sieben der Schwerter, ne? Also du hast hier, also mit der Sieben der Schwerter, die symbolisiert dich. In diesem Fall gedeutet, also erstmal aufs Bild eingegangen, ein Drache bindet hier Energien. Drachen, wie ihr wisst, hüten die Portale. Ne? Also Portale sind Tore auf Ebenen oder zu Ebenen hin, die man betreten kann, darf, soll oder eben auch nicht sollte. Kann ich, darf ich, soll ich durch dieses Portal gehen? Wer rituell reist, mein Tipp, reise niemals ohne dein Krafttier oder deine Geistführer. Und Portale, und glitzern sie noch so schön, hinterfrage diese Portale. Wenn dein Krafttier sagt, nicht dadurch, egal wie schön das Portal ist, dann geh nicht dadurch. So, und Drachenenergien hüten ja Portale. Das heißt, wenn du mit Drachen arbeitest, dann erzähl das von großer Kraft und großer Energie. Wenn du ihnen wohlgesonnen verbunden bist, sind das große, große, starke Schutzenergien. Und dieser Drache, der vielleicht hier auch vor einem Portal sitzt, ich muss mal gerade gucken, der bindet Energien, der bindet Gedankenenergien, der bindet Gedanken. So, wenn er lichtvoll ist, hilft er dir hier, deine sieben Sachen zusammenzuhalten. Er hilft dir hier auf der Gedankenebene. Wenn es aber eine räuberische Energie ist, ja, die hier über dein Lager herfällt, dann nimmt er dir den Verstand. Es kann zum einen bezeichnen, dass die Situation, in der du dich bewegst, dir den Verstand raubt oder deinen Verstand schützt. Es kommt auf den Drachen an, mit dem du verbunden bist.
Also hinterfrage deine Drachenenergien. Und vor welchem Portal sitzt der Drache oder auf welchem Portal? Da ist auch wieder zu hinterfragen, kriege ich gerade klar durch, hütet er ein Portal, was für dich wichtig ist und beschützt es vor Energien oder vor Durchsickern von Energien, die dir schaden können, oder blockiert er dir ein Portal, wo du nicht durchgehen solltest? Oder noch anders gedacht, steht er dir im Weg, weil es eine ungelöste Drachenenergie ist und hält dich von dem Weg ab? Also es gilt jetzt hier, dich selbst zu hinterfragen. Mit welcher Drachenenergie bist du verbunden? Jetzt kommt die große Frage, wie finde ich das raus? Das sagt dir sofort dein Gefühl. Frage dich, bin ich mit einem Drachen verbunden? Ja, nein, da kommt sofort ein Gefühl rein. Stelle erstmal fest, ob du mit einem Drachen verbunden bist. Es kann auch sein, dass das eine Energie ist, die noch ansteht, die jetzt noch nicht da ist. Bin ich mit einem Drachen verbunden? Ja. Ne? So. Was macht dieser Drache mit mir? Tut er mir gut oder tut er mir nicht gut? Und dann kommt sofort gut, nicht gut rein. So. Hütet er ein Portal, das für mich wichtig ist? Da kommt sofort ein Ja oder ein Nein rein. Blockiert er dieses Portal? Ja oder nein? Hält er meinen gesunden Verstand zusammen? Ja oder nein? Kommt dir sofort eine Antwort? Nimm an, was reinkommt. Oder raubt er mir den Verstand? Ja oder nein? Und so kannst du deine Drachenenergien abchecken. Wichtig ist, wenn du das machst auf diesem Weg, nicht drüber nachzudenken. Also wenn du dann da sitzt, raubt er mir den Verstand oder nimmt er mir den Verstand? In dem Moment, wo du drüber nachdenkst, nimmt er dir den Verstand. Weil dann bindet er deine Gedanken, da hast du auch eine Antwort. Also es flippt. Stell die Fragen, die kannst du auch selbst formulieren und dann wirst du erstmal wissen, welcher Drache wirkt hier und der hat was mit dir zu tun. Und dann wirst du feststellen, ob du in dieser Situation geführt wirst oder ob dir eine Kraft im Weg steht oder ob du dir selbst im Weg stehst. Das findest du raus, das kann ich euch jetzt nicht abnehmen, da ist jeder selbst aufgefordert. Und welche Rune hat mit der ganzen Sache hier noch zu tun? Die Naudis. So, das passt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder eine Drachenenergie, die dir nicht wohlgesonnen ist, durchkreuzt dir deinen Plan und blockiert dich. Oder aber eine Drachenenergie hilft dir, deinen Kurs zu korrigieren. Ist der Drache ein Hüter, ein Wächter oder ein Beschützer oder ist es ein Räuber und ein Dieb? Das ist bei jedem anders. Das könnt ihr nur für euch selbst klären. Dein Gefühl weiß das. Ne? So. Die andere Person, der Bär. Die Acht der Kelche. So. Auch er, also hier ist eine Spiegelung, auch er darf loslassen. Es geht darum, dass er lernt, dich immer wieder loszulassen. Also das ist ja hier eine absolute Spiegelung. Die Situation, da geht es ums Loslassen. Auf zu neuen Ufern. Situation fließen lassen. Sich als Wasser den Wasserfall runterzustürzen. Haben wir alles durchgekaut. Ihm geht es ähnlich. Wenn du diese Frau bist, dass er muss dich auch immer wieder in deine Welt zurücklassen oder so sein lassen, wie du bist. Na? Also ich habe hier das Gefühl, hier sind sich zwei begegnet. Und die Lernaufgabe ist es, mit dieser Begegnung umzugehen, deine Vertrauensbasis zu finden. Die zwei sind völlig unterschiedlich, leben vielleicht in unterschiedlichen Welten, in unterschiedlichen Ländern, in unterschiedlichen Situationen, Lebensweisen, Religionen. Das kannst du wirklich umlegen, wie es eben auch ist. Die sind unterschiedlich, aber die fühlen füreinander. Die haben Gefühle. Und es geht auch hier immer wieder Aufbruch schweren Herzens, ne? Es geht darum, die Pole zu verbinden und eine eigene Welt zu erschaffen, gleichzeitig aber auf seiner Seite leben zu können. Ne? Also auch er darf hier immer wieder loslassen. Und man sieht hier auch mit der Kelch 8, da sind viele Gefühle. Aber er kann die Gefühle nicht besitzen. Das ist seine Lernaufgabe. Ne? Also hier liegt ein Mordsthema, das ist nicht so einfach oder so schnell abzuwickeln. Ja? Das ist wirklich ein Prozess, der sich hier zeigt.
ist was Längerfristiges. Und dann haben wir hier noch den Hirsch. Ich darf dich hier immer wieder loslassen, in dem tiefen Vertrauen, dass du immer wieder zurückkommst. Das ist sein Auftrag. Und wenn du den Bären gezähmt hast, ja, dann darfst du wissen, wenn hier die Energien sich vereinen, dann bist du auch für den Bären verantwortlich. Bei Vereinen gab es ein Zeichen. Es geht hier um Vereinigung. Und wenn Vertrauen da ist, dann weiß er, dass er dich leichten Herzens gehen lassen kann, weil er weiß, du wirst wiederkommen. Er rechnet dann mit dir. Ist das nicht krass? Ist das nicht schön? Das ist sein Lernfeld, ja? Dich immer wieder loszulassen in dem Wissen, dein Abschied beinhaltet die Wiederkehr. Hoffnungen und oder Ängste. Die Hoffnung ist natürlich hier, dass die Anziehungskraft, die Chance, diese Leidenschaft zu erleben mit dem Stab Ass, dass die nie verloren geht. Also zwischen den beiden hier funkt es ganz gewaltig. Und da ist auch eine ganz starke, heiße Anziehungskraft. Ne? Also auch da das Animalische oder auch das Feurige, die sexuelle Energie, die ist hier ganz einfach auch erwähnt. Ne? An der kann man sich natürlich auch verbrennen, wenn man diesen Stab zu weit oben berührt. Ne? Dann kann man ihn nicht halten. Also auch hier, schaut mal, die Hand ist geöffnet. Es geht ums Loslassen. Es geht darum, auch hier das Gleichgewicht zu finden. Wo kann man diese Fackel berühren? Wohl eher weiter unten. Ne? Also auch hier geht es wieder um das Gleichgewicht. Man kann sie auch in der Mitte berühren, weil da verbrennt man sich nicht. Man kann sie unten berühren und in der Mitte, aber nicht auf der Seite, wo die eine Energie als Ganzes ist. Das heißt, das wäre jetzt also als Beispiel an dem Herz so, das Weiße kann das Schwarze nicht direkt an seinem Ort berühren, weil das tut nicht gut. Umgekehrt genauso, das Schwarze kann das Weiße nicht direkt an seinem Ort berühren, weil das tut nicht gut. Die beiden können sich aber in der Mitte begegnen und dann können sie sich vereinen. Die treffen sich in der Mitte. Also das wäre das gelöste Ass der Stäbe. Etwas Leidenschaft, aber nicht zu viel. Etwas Risiko, aber nicht volles Risiko. Risikobereitschaft ja, aber nicht um Kopf und Kragen. Und genau das ist eben auch die Angst, dass man hier ein zu hohes Risiko eingeht. Ja? Sie mit dem Bären, der Bär mit ihr. Beide haben ein Risiko. Sie hat das Risiko, eine gepfeffert zu kriegen. Und er hat das Risiko, wenn er sich ihr hingibt, dass sie nicht mehr wiederkommt, wenn sie geht. Er darf lernen, sie immer wieder loszulassen, in dem Wissen, sie wird immer wieder kommen. Sie darf lernen, fließen zu lassen, ja, das Wasser zu sein, sich den Wasserfall runter zu stürzen. Sie darf lernen, dem Bären zu vertrauen. Das ist stark, ja. Das hat ordentlich, also ihm zu vertrauen, Junge, 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 ne? Weil er ist nun mal anders. Er ist in seiner Andersartigkeit. Ja, ach so, Rune. Rune, Hoffnung oder Angst? Die unendliche Stabilität zu finden. Das ist die größte Hoffnung, dass man es schafft, in dieser Situation endlich in eine Stabilität zu kommen. Wir haben hier die Rune Daggers gehalten von der Naudis, die Ingwas bildet, ja, die Fruchtbarkeit in dieser Situation zu erkennen, immer wieder auf den richtigen Weg gebracht zu werden, ein Indiz, dass diese Drachenenergie den Kurs korrigiert im Übrigen, weil die Naudis sich wiederholt und die Daggers, die fließt und der Fluss ist hier stabil. Ne? Das ist das, was man sich wünscht, Sicherheit in dieser Situation. Und es ist die größte Angst, diese Sicherheit nicht zu erreichen. Ja? Meditiere darüber, wenn du möchtest. So, und wie ist die weitere Entwicklung im Prozess? Zunächst, ne, langfristig, das ist aber nicht das Ende. Es gibt in unseren Kartenlegungen nie ein Ende. Wir fließen immer weiter. Alles ist nämlich jetzt.
Zum einen haben wir die vier der Kelche. Die ist hier ganz besonders schön dargestellt. Hier gibt es nämlich kein Klammeräffchen, sondern hier geht es um das Integrieren der Gefühle, die dazukommen. Die drei ist die gute Chance, Gefühle zu erleben. Die kennt man aber schon. Und hier wird der vierte Kelch angenommen. Und es ist genau der Kelch, der hier unter Umständen hochgehalten wird. Er hat dir hier was zu geben. Und das, was ihr füreinander empfindet oder was du in dieser Situation empfindest auch, wenn diese Person, von der wir die ganze Zeit reden, vielleicht in deinem Thema eine Situation steht oder für eine Situation steht oder für das Außen steht. Es geht hier darum, den vierten Kelch zu integrieren. Das ist der hohe Auftrag. Ne? Also hier liegt ein ganz hoher Auftrag drauf. Und mit dem Hierophanten, das ist der Hammer, heißt es zum einen, Gott sitzt am Ruder und wir haben hier die Misteln. Und hier bekommst du oder hier bekommt ihr oder die Situation als solches eine Mistel gereicht. Und die Mistel ist ein Symbol der Liebe. Ne? Gott sitzt am Ruder. Du bist hier unterstützt, diese Liebe zu erfahren, diesen Kelch zu integrieren. Und ihr wisst ja, was es bedeutet, sich unter einem Mistelzweig zu küssen. Ne? Das steht ja dafür, ja, dass über dieser Liebe ein ganz großer Segen liegt. Und nicht zu vergessen ist der Weg der Mistel. Weil eine Mistel entsteht wirklich aus dem Mist. Ne? Eine Mistel wächst aus dem Vogelmist, weil das Vögelchen hat die Beere gefressen, ausgeschieden auf ein Ästlein und aus diesem Mist heraus, nur aus diesem Mist heraus kann die Mistel wachsen. Das bedeutet, um es auf Jonandisch zu sagen, lasse die Fruchtbarkeit aus diesem ganzen Mist hier erwachsen. So. Und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, sondern der Mist ist die Gabe. Es hat hier also auch etwas mit Alchemie zu tun. Unter Mistelzweig. Schöner Titel, ne? Unter Mistelzweig mit der Rune. Heilung. Ich habe eine Baumperle gezogen und die steht dafür, dass in Zukunft diese Situation ganz viel Heilung erfahren wird. Das ist der weitere Weg, wenn du mit dieser Kartenlegung in Resonanz gehen kannst, wenn dieses Orakel für dich eine Botschaft da hat, wenn du es fühlen kannst, wenn du weißt, es bezeichnet ganz genau meine Situation, wenn du dich mit deinen Themen auseinandersetzt, wenn du deine Drachenenergien kennenlernst und wenn du hier daran arbeitest und dir Gedanken machst, Schwarz und Weiß in Harmonie zu bringen. Habe fertig, ihr Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser tiefen Botschaft eine große Freude machen, euch bereichern, euch den Weg ein Stückchen leichter machen, euch was schenken. Und ich bedanke mich aus ganzem Herzen für euer Zuhören. Und es ist mir eine Ehre. Ich freue mich riesig, wenn ihr mir einen Kommentar, ein Like oder ein Abo dalasst als Dankeschön und wenn ihr somit unsere wundervolle Community unterstützt, wachsen und gedeihen lässt. Ach so, es soll noch was Wichtiges gesagt sein. Oh Gott, hoffentlich seid ihr noch da. Die Conny ist im Urlaub, die sitzt jetzt im Moment im Flugzeug zu ihrem Sohn über den Teich. Der Janni lebt ja in Amerika. Grüße gehen raus und ich wünsche den beiden eine wundervolle Zeit zusammen. Wir gönnen unserer lieben Conny natürlich mal einen ordentlichen Timeout. Die ist so viel am Arbeiten, die tut so viel. Und das bedeutet auch, wenn ihr jetzt im Shop bestellt, das Conny-Line ist gerade nicht im Lande. Ich bitte euch auch im Namen von der Conny um Geduld bei der Auslieferung. Und sobald die Conny zurück ist, das kann ich euch jetzt auch sagen, werden die Tassen rausgesendet. Ne? Die Tassen sind nämlich tatsächlich gestern gekommen. Und nach Connys Urlaub, die ist jetzt 10 Tage weg, gehen die Tassen raus. Gell? Wisst ihr Bescheid? Also Eile mit Weile und bitte euch mal wieder um Geduld. Aber die meisten von euch wissen das ja, wir gehen ja schon lange Zeit zusammen. Und die, die neu sind, die wissen es jetzt. Ne? So, also ihr Süßen, lasst euch gut gehen und noch besser. Bleibt freundlich miteinander. Bis später, bis morgen, bis gleich. Ich schneide rein, wenn ich reinschneide.